aber euer Toilettenpapier ist alle. Ich freue mich, dass hier so große Freude ausbricht, aber da, wo das Toilettenpapier hingehört, habt ihr ein kleines Brett mit drei Muscheln drauf. Herzlichen Dank, du Abgefixter, du blutsaugender, schleimiger, abgefuckter, runtergekommener, niederträchtiger Kotzbrot. So viel zum Thema Muscheln, Leute. Oh, er weiß nicht, wie man die drei Muscheln benutzt. Ich habe sogar einige Videos aus der Schwarzenegger-Bibliothek studiert. Besonders gut gefiel mir, wie sie damals das Auto... Eine Sekunde. Die Schwarzenegger-Bibliothek? Ja, die Schwarzenegger-Präsidentenbibliothek. War er nicht Schauspieler, als Augenblick, sie damals... Augenblick, der war Präsident? Ja. Das wollte ich schon, bis ich ihn begegnete. Ich liebe Ihre Tochter, Jack. Ich liebe sie mehr als alles andere. Aber ehrlich gesagt, Sir, habe ich ein bisschen Bammel davor, Ihr Schwiegersohn zu werden. Dieses Wochenende hatte mir eine Menge Zweifel hervorgerufen, ob ich die Chance hätte, in Ihrer Familie überhaupt überleben zu können. Ich glaube, Sie haben eine veritable Macke. Hören Sie auf, über meinen Pflegerberuf Witze zu reißen? Lassen Sie Pam und mich im selben Zimmer schlafen? Treiben Sie es nicht zu weit, Fokker. Es sieht schlimm aus für Sie. Ich glaube, Sie haben eine veritable Macke. Wenn ich mich zurückhalten würde, würden Sie dann meine Tochter heiraten? Würden Sie sich extrem zurückhalten? Ja. Ja oder nein? Ja. Würden Sie Pam und mich unser Leben leben lassen, ohne sich andauernd einzumischen? Wie immer machst du keine halben Sachen. Du hast deine ganze Einheit auf dem Gewissen, Danny. Bravo. Ist gut, Mann. Die Dinger tun echt weh. Welche Dinger? Diese Dinger? Au, wusste ich gar nicht. Ich wurde nämlich nicht getroffen. Au, okay, ganz im Ernst. Hast recht. Tut mir leid. Au. Sorry, das ging auf mich. Au. Das lag am Abzug. Der spinnt irgendwie. Ich... Au. Die Waffe ist völlig defekt. Da werde ich jemandem ordentlich den Kopf waschen. Kannst du mal aufhören? Aber dann könnten wir jetzt nicht im Wald rumlaufen und diese lustigen Spielchen spielen. Ganz genau. Im nordwestlichen Bereich des Trainingsgeländes ist ein Geschoss eingeschlagen. Mehrere Verletzte. Und kann mir irgendwer erklären, warum ihr Napalm auf eure eigenen Jungs abwerft? Oh, nicht nur du. Wie immer machst du keine halben Sachen. Du hast deine ganze Einheit auf dem Gewissen, Danny. Bravo. Ist gut, Mann. Die Dinger tun echt weh. Welche Dinger? Diese Dinger? Au, wusste ich gar nicht. Ich wurde nämlich nicht getroffen. Au, okay, ganz im Ernst. Mein Plan war, dass wir kein Aufsehen erregen. Aber dein Plan war es ja, loszuziehen und zu spielen. Seht mich an, ich bin ein Gott. Das ist nicht wahr. Nein, was soll das Ganze? Glaubst du selbst an den ganzen Quatsch? Ich? Böses Faul. Jetzt hör mal zu, du Obergott. Wir beide säßen schon längst in einem Schiff Richtung Spanien mit Bergen von Gold, aber du hörst ja nicht auf mich. Genau, vielleicht brauche ich dich ja auch gar nicht mehr. Vollidioten! Wir müssen das Theater nur so lange mitmachen, bis wir genug Gold zusammen haben und dann verschwinden wir von hier. Tulio, wir werden leben wie die Könige. Miguel und Tulio. Tulio und Miguel, die mächtigen und gewaltigen Götter. Es gibt kein Zurück. Bevor wir in See starren, habe ich einen Brief abgeschickt an Admiral Padorin, in dem ich meine Absicht angekündigt habe, überzulaufen. Als er die neue Welt erreichte, hat Cortez seine Schiffe verbrannt. Als Folge davon waren seine Männer gut motiviert. Wir alle haben unsere Gründe, Victor. Für mich begann alles an dem Tag, an dem ich die Entwürfe für dieses Schiff bekam. Ein Schiff, das nur einem Zweck dient. Was alles andere angeht, das sind Dinge, für die ich allein die Verantwortung tragen muss. Anatoli, Sie fürchten sich vor unserer Flotte. Das sollten Sie auch. Ich persönlich gebe uns eine Chance von 1 zu 3.
Möchte noch jemand Tee? Nein? Dann können Sie wieder auf Ihre Station gehen. Soll das vielleicht ein Witz sein? Ein fettleibiger, ekliger Mann, der kaum in der Lage gewesen ist, aufrecht zu gehen, den Sie mit Ihren Freunden verspottet hätten, wenn Sie ihm auf der Straße begegnet wären. Ein Mann, bei dessen Anblick Sie keinen Bissen runtergekriegt hätten, wenn Sie ihn in einem Restaurant getroffen hätten. Und nach ihm habe ich mir den Anwalt vorgenommen. Und insgeheim hätten Sie mir eigentlich dankbar sein müssen. Dieser Mann hat seinen Lebensunterhalt mit nichts weiter verdient als mit Lügen. Und zwar mit jedem Atemzug, den er gemacht hat. Er verschaffte Mördern und Vergewaltigern die unverdiente Freiheit. Mördern? Eine Frau. Mördern schon, so wie sie... Da war eine Frau, die innerlich so hässlich war, dass sie nicht bereit war, weiterzuleben, wenn sie nicht wenigstens äußerlich schön sein konnte. Und dann ein Drogendealer, der außerdem Päderast gewesen ist. Ach ja, und vergessen wir nicht die krankheitverbreitende Hure. Nur in einer Scheißwelt wie dieser können Sie so tun, als seien Sie unschuldig, ohne dabei auch nur eine Miene zu verziehen. Aber genau darum geht's. Überall, an jeder Straßenecke sehen wir Todsünden. In jeder Wohnung. Und wir nehmen es hin. Wir tolerieren es, weil es schon zur Gewohnheit geworden ist. Es ist trivial. Wir tolerieren es morgens, mittags und nachts. Nun, ab jetzt nicht mehr. Und hoppla, schon liegst du unter dem Wagen. Was machst du dann? Etwas sehr Dämliches. Du erstarrst. Und das Leben zieht nicht an dir vorbei, weil du zu geschockt bist, um zu denken. Du erstarrst und machst ein blödes Gesicht. Aber nicht so der Gypsy. Wieso nicht? Weil er den Wagen platt machen wollte. Mir war schon vorher aufgefallen, dass diesem Zigeuner das Ableben seiner Mutter anscheinend gar nicht so nahe gegangen ist. Und hoppla, schon liegst du unter dem Wagen. Was machst du dann? Etwas sehr Dämliches. Du erstarrst. Und das Leben zieht nicht an dir vorbei, weil du zu geschockt bist, um zu denken. Du erstarrst und machst ein blödes Gesicht. Aber nicht so der Gypsy. Wieso nicht? Weil er den Wagen platt machen wollte. Musik.